Jockey-Job, 9 to 5, vergiss es. Oh. Ja, okay. Als Tierarzt hast du es mit ganz unterschiedlichen Kostgängern zu. Was ist dir passiert? Hä? Sehe ich richtig? Also, du bist eine fahrende Samenbank? Ja. Etwa 10'000 Franken Sperma für ihn mit, ja. Leben schenken, aber auch Leben beenden, da kommt wirklich der ganze Kreislauf zusammen. Definitiv auch der Unfall. Würde ich mich jetzt auch nicht sperren, wenn er sagen, er möchte nichts mehr machen. Ich muss, glaube ich, schnell absitzen. Tierärztin wäre kein Beruf für mich. Die Mona Fetsch, 3 Tage beim Landtierarzt im Appenzell. Auf nichts vorbereitet, aber auf alles gefasst. Das ist Mona mittendrin. Die nächsten 3 Tage bin ich also unterwegs mit dem Landtierarzt Tobias Fritsche. Seit 30 Jahren betreut er hier im Appenzell alles, vom Muni bis zum Zwerghamster. Anfangen tut sein Tag immer mit Hofbesuch. Guten Morgen. Mona Fetsch, freut mich. Sepp. Also, was müssen wir machen bei dir? Wir haben einen Kälbchen, der einen Nabelbruch hat. Wir müssen ihn mal anschauen. Wir haben schon eine Weile gesehen und dann haben wir es mit Kügeli probiert. Und jetzt, mit Kügeli? Homöopathie. Das nützt einmal. Ja. Man probiert es. Muss man eben probieren. Ja. Bei vielem nützt es und hat man noch nichts. Und jetzt haben wir das Gefühl, es ist aber wieder grösser geworden. Ja. Jetzt gehen wir schauen. Als Bauerntochter stand ich nicht das erste Mal in einem Stall. Aber was ein Tierarzt wirklich macht, das ist auch für mich weitgehend Neuland. Unser Patient heisst Arosa, das Kalb ist 1,5 Monate alt. Das Fressen sucht alles gut. Hat er einen entzündeten Nabel oder nicht? Nein. Jetzt hat er nicht so gesehen, dass er ein Loch hat. 1,5 Monate ist nur 3 Finger auf. Der schließt sich nochmal von selber. Ja. Ist mal greifen, Mona. Ja. Ich wieder reinkommen. Ja, ja. Also, wo muss ich hin? Also, das hier ist. Da ist ein Loch, da kommt Gedärme raus. Oh, ja. Und das ist das Loch. Ja, und da kannst du jetzt gerade so reindrücken. Ja, ja, ja. Kannst du gerade reindrücken, ist nicht zu büßen. Was muss man machen, solange das Gewicht noch nicht hoch ist? Dort schon fast 100 Kilo. Ja. Dann musst du jetzt operieren, oder wie machst du das? Dort tun wir zwei dann gerade operieren. Ja, wir zwei. Oder ja, ich helfe dir dann. Ich helfe dir dann schon. Ja, ja. Dann wir das Loch zubüzen, dann kann das eine Kuh werden. Ich habe ein bisschen Pech gesehen, dass es halt nicht geschlossen hat. Aber ja, ich kann jederzeit den Arm einklemmen. Ja, und dann ist es ein Notfall, oder? Ja. Ja, nicht tödlich, aber quasi, dann ist ein Notfall. Ja. Und so können wir da sauber die Operation machen. Ja. Am besten, Sepp, du bringst ihn vorbei. Dann können wir es bei uns in der Praxis unter besten Verhältnis schnell machen. Ist das wichtig, weißt du? Also jetzt gerade für deinen Job, dass du alle Leute hier kennst, dass du auch ein Einheimischer bist? Dass ich ein Einheimischer bin, ist sicher nicht wichtig, wenn man das Vertrauen hat. Aber es ist Schöne an meinem Beruf, dass ich bei Bauernfamilien schon in Betrieb gibt, wenn ich schon die 3. Generation, die einen jungen Bauer benennt, wo eigentlich schon der Grossvater ein Kong war. Ja. Also dann auch schon bei deinem Vater gewesen? Selbst sowieso, ja. Also es gibt Bauernhöfe seit 60 Jahren. Kunden von unserer Praxis sind. Ja. Was ist jetzt, weißt du, so der Worst Case, den du ausrücken musst? Also der schlimmste mögliche Fall? Beim Sepp haben wir auch mal ganz einen schlimmen Fall gehabt. Ein Kalb ist abgestorben in der Kuh. Oh, ja. Und wir mussten das stückchenweise rausnehmen. Und dort kannst du keinen Kaiserschnitt mehr machen. Dort musst du tatsächlich das Kalb in der Kuh versägen. Das ist unheimlich selten, aber genau in dem Stall haben wir das mal gehabt. Ja. Mein 12-jähriger Sohn war dabei. Du zuschauen? Ja. Ja. Und glaubst du nicht, aus dem ist jetzt ein Tierarzt geworden. Selber im Moment habe ich gedacht, das ist jetzt ungünstig, der will nie Tierarzt werden. Und jetzt ist es tatsächlich. Ja, stimmt. Ja, ja. Die Arosa treffe ich wieder. Heute in 3 Tagen will sie den Tobias operieren. Mit mir zusammen. Aber ich hoffe, dass ich aus dieser Nummer noch rauskomme. Seit 60 Jahren stellt Familie Fritsche den Fechdoktor im Appenzell.
Das ist nicht selbstverständlich, erfahre ich, weil während dem Studium werden Tobias fast in Afrika hängen bleiben. Aber dann hat er gleich den Betrieb vom Vater übernommen und die Tradition weitergeführt. Genau wie viele von diesen jungen Bauern auch, die man hier oben trifft. Der Roland Ehrbar ist einer von ihnen. Zuerst schöne Besame. Ja, lieber schauen, ob es ist die. Zuerst schauen, ja. Ja. Es hat einen Follikel drauf auf dem neuen Stock. Der ist etwa 1 cm Durchmesser, er ist weich. Er ist eigentlich befruchtungsfähig. Ja. Ja, der springt wahrscheinlich die Nacht. Also wäre es jetzt eigentlich für mich ein guter Zeitpunkt, um einen Besamungsversuch zu machen. Oder? Mhm. Jetzt machen wir den Versuch. Was für ein Stier? Oh. Du musst Katalog haben. Julius. Habe ich, ja. Julius. Ja. Ich gehe mit dem Sperma auftauen. Julius ist der Name vom Stier. Habe ich richtig verstanden. Also, ihr könnt euch jetzt ganz schnell wählen, wenn wir ihnen jetzt geben. Ja. Und ihr kennt da schon, das ist wie so beim Quartett, du weißt schon, welches der gute ist. Ja, wenn man interessiert ist, weiß man schon, was man will. Ja. Mhm. Aber woher weißt du denn jetzt da? Ja, das studiere ich im Voraus. Da gibt es so Kataloge, die man aussuchen kann. Und weißt du, was sind denn Kriterien? Also, der Name, also ist nicht wegen schönen Namen. Wir wollen eine wirtschaftliche Kuh, sie sollte Milch geben, Gehalt muss stimmen, gut, die Gesundheit ist wichtig und dann hier noch gerne eine schöne Kuh. Eine ja. Schöne? Oder so eine. Also, ja. Nächste Hütte gerade wieder so eine. Ja, weißt du jetzt an dieser Schöne? Ja, da ist eine tiefe Flanke, oder? Die Flanke ist total, oder? Die kann einen Haufen rauf und reinpacken. Also, die lebt nicht von Getreide und die kann Futter reinpacken, die wir hier produzieren. Oder? Ja. Und ein schönes Auto. Ein Auto, das schön oben ist, das nicht im Schmutz hängt. Oder? Ja. Ja. Die war sogar mal Miss gewesen. Miss? Bei der Fee schon. Sicher? Ja. Miss Schön was? Königin. Schön. Das ist jetzt gerade ein Zufall. Ja. Aber weißt, bist du da stolz? Weißt du, so als Bauer, wenn deine... Ja. Sicher? Ja. Da ist man schon stolz, wenn man die Vorderste hat. Aber es geht ja nicht nur um ein schönes Kalb, sondern vor allem auch darum, dass die Kühe nach der Geburt wieder Milch geben. Es ist ein Kreislauf, den Tobias am Laufen hält. Hier innen ist minus 196 Grad. Hier innen sind meine Samen und meine Embryonen, die ich hier einpflanze, sind hier innen eingefroren. Ich habe ein Sortiment von 50 Stieren. Aber eben, also sehe ich richtig, also du bist eine fahrende Samenbank? Ja. Das ist mein Angebot, ja. Aha. Jetzt schaue ich, wo der Julius ist, wo er versorgt ist. Sehr wertvoll, da, alles ja, miteinander. Ja, ja. Natürlich. Was hat er für einen Wert? Etwa 10'000 Franken Sperma für ihn mit, ja. Der Kaufswert, ja. Da sind etwa 2,5 Millionen Spermien drin. Ja. Und jetzt muss alles ein bisschen zügig gehen, dass das nicht auskühlt. Und ja, rein in die Lerche, oder wie es sich heisst. Ja. Rund 75 Franken kostet der kurze Besamungsakt. Irgendwann heute Nacht findet der Eisprung statt und dann hoffentlich gerade anschliessend Befruchtung. Gut, in dem Fall. Ciao, Roland. In dem Fall. Danke. Ciao. Ciao. Zurück in die Praxis. Der Tobias ist noch einer von diesen Tierärzten, die Gross- und Kleintiere behandelt. Aber der Trend geht klar in Richtung Spezialisierung. So, dann ist das was. Ist das Standardausrüstung für Tierärzte? Weiss ich nicht, aber ein Luxus, den ich noch mal missen möchte. Das ist fast das wichtigste Gerät im Haus. Gemeinsam mit seiner Frau Andrea hat er die Praxis aufgebaut. 2 andere Tierärzte und 4 Praxisangestellte arbeiten noch hier. Die Praxis ist 365 Tage im Jahr offen. Auf den Tobias warten der nervöse Bulldogge und ihre Besitzer. Guten Tag, ja. Grüezi wohl. Mona Fetsch, das ist uns heute mitgehalten. Ja. Wer ist er? Das ist Galina. Galina? Ja, aber genau. Und was hat sie?
Ah, dort sieht man es. Ja. Genau. Hat er das Gefühl, sie hat schon etwas gemerkt? Ja, ja. Sicher? Ja, ja. Schon wo wir angefahren sind, ist der Schwanz gerade unten. Sie weiß es. Ja, gut, sie ist nüchtern. Ja. Ja. Ja, melden Sie uns, wenn Sie sich abholen können. Super. Sehr gut. Wir gehen geradeaus. Mir geht es ein bisschen wie der Galina. Ich würde auch am liebsten davor rennen. Ich bin für alles zu haben, habe ich immer gesagt, ausser für Operationen. Ich habe nämlich kein Blut sehen. Und jetzt soll ich helfen, einen Furunkel rausoperieren. Gut, ab zum Hund. Kommst du hier zuerst mal zum Einsatz? Ja. Eben? Ja, und ich soll mich präparieren. Ja, ist jetzt schon ein bisschen deftig, der Einstieg hier. Muss noch mal eine Hand frei machen. Boah, ja. Wow, jetzt wird es mir gleich langsam ein bisschen schlecht. Hier. Ja, das ist jetzt noch mal deftig, aber... Wieso ist es? Ja, ich muss glaub, schnell absitzen. Okay. Ja. Ist gut. Schnell. Ja, ja, ja. Nein, nein, es ist noch nicht so schlimm. Ich kann, nein, 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 nein. Aber ich sitze jetzt schnell. Nein, das ist okay. Das ist super. Ja. Also ich bin noch solid, aber es könnte bald anders sein. Tierärztin wäre kein Beruf für mich. Erster Härtetest nicht bestanden. Aber so leicht gebe ich nicht auf. Der dritte von rechts. Wenn wir noch Blutung stillen. Eine schöne Not machen. So? Okay. Gut. Die Galina kommt zusammen mit anderen Patienten auf die Station, wo sie langsam aus der Narkose aufwachen kann. Und jetzt ist gerade ein Telefon gekommen, Geburt in Urnesch, Kälbe, die Händische kommt. Und okay. Obwohl ist nicht gehört. Händische Geburten sind Risikogeburten. Los. Jetzt kannst du deine Strick nehmen. Jawohl, ja. Geburten, sagt Tobias, sind für ihn etwas vom Spannendsten. Da zeigen sich, was ein Tierarzt wirklich könne. So. Fruchtwasser ist gegangen. Eine schon. Die hat einen Riesenranz, hat sie zu viel. Ich glaube es nicht. Ich konnte mir einfach nur ein Schwänzchen haben. Ah, dann hat sie eine Steißlage. Ja, das ist der Fall. Da kommt nur das Viertel. Steißlage. Anstatt mit den Füßen voraus kommt sie so. Ja, also da würde jetzt selber gar nichts gehen. Nein, das ist tödlich. Das ist tödlich. Da kommt keiner. Nein, da kann nicht gehen. Führen. Er lebt. Ja, das ist schon mal sehr gut. Und dann noch eine Nabelschnur in der. Nabelschnur im Weg? Ja, ja, da ist die Nabelschnur pulsiert. Oh, okay, ja. Und dann, wenn es passiert, nimmst du es nicht übernehmen. Dann habe ich ein Problem. Ich habe gerade gespürt, dass die Nabelschnur das Fall geschaut hat. Ja. Das ist ganz schlecht. Jetzt ist mit der Nabelschnur links von dir hergeraten. Ja. Ich konnte nichts können steuern. Ja. Die Nabelschnur muss hier weg. Nicht hier unten. Ja. So stimmt es beim Aussuchen. Ja. Das wäre ganz übel. Und plötzlich geht es um Leben und Tod. Die Strecke müssen vom Einsatz kommen. Brauchst du andere Strecke? Ja. Aber jetzt ist gut, oder? Jetzt ist, jetzt ist auch noch eine Rückwärtsgeburt. Ja. Habst du es hören auf? Morgen lebt vielleicht ein bisschen Wasser über den Kopf aus. Und ich bin dann bereit mit den Spritzen, wenn es nicht schnaufen will. Oh, hopp! Oh, 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 du hast was? Gut, 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 gut. Ja, ist gut. Genau, sehr gut. Und dann, Überraschung. Komm, hast du mal 5 Kilo weh? Also der zweite bekam. Ja, da ist der Stier. Das erste, ne? Ja. Ja, gut, gut, gut. Ja.
Das ist perfekt. Schau mal. Also ich bin ein bisschen stolz, dass ich das gemerkt habe mit der Nadel. Das wäre ein Fall gewesen. Ja. Es ist der riesen Pech, dass die Nadelschnur ihm da zwischen den Beinen ist. Ja. Und dort, wenn ich den Fisch gemacht hätte und das nicht gemerkt hätte, sondern einfach das Kälbchen rausgezogen hätte, dann wäre er unter dem Loch womöglich. Versteckt, ja. Das hat gerade einen Handgriff gebraucht, ohne Chemie, ohne Medikament. Perfekt. Dann mache ich es. Wirklich, das ist der Moment. Dann mache ich es. Alle sind glücklich zufrieden. Du bist auch stolz drauf. Also, das Schwierige ist jetzt auch wieder nicht gesehen, aber es befriedigt einfach. Ja. Für den Tobias ist noch nicht Feierabend. Büroarbeit bis in die Nacht hinein gehört auch dazu. Viel Administratives, das er mit seiner Frau Andrea erledigt. Tierarzt scheint bei Fritsches in den Genen zu liegen. Nach dem Grossvater und dem Tobias hat auch der Sohn Dominik gerade sein Studium abgeschlossen. So. Feierabend bald. Ja. Ist wirklich? Ich hoffe es, ja. Ich glaube es erst, wenn es so weit ist. Nein, heute Abend habe ich keine Dienst mehr, so wie das Büro heute noch. Jetzt ist, glaube ich, Feierabend, ja. Was gibt dir der Beruf, Tierarzt? Also, mich befriedigt den Direktkundenkontakt. Quasi. Also mit den Tieren oder mit den Menschen? Mit den Menschen. Ja. Man muss gerne Menschen haben. Weil man hat Kunden verschiedenster Art. Mich befriedigt den Kontakt mit total verschiedenen Menschen, Gesellschaftsschichten, Herkünften. Kleintier, Grosstier und die Abwechslung. Über Nacht sind neue Patienten hineingekommen, zusätzlich zu den Routinebehandlungen. So, 4 Hündchen impfen. 4-mal Impfstoff. Nein, Schweizerhunde, ohne Pass, nur Impfbücher. Du kommst zu den Hündchen. Haben die Milchprobe schon gemacht? Ich muss zuerst die Katze anschauen, und dann gehen wir in die Herde und dann gehe ich ins Unter. Ja. Im Behandlungsraum liegt ein Notfall. Was ist dir passiert? He? Der ist gestern Nacht zu hier gekommen. Also gerade gelähmt ist sie doch. Sie ist irgendwie gelähmt. Ui, das ist was passiert. Das ist nicht gut. Soll ich sie eben? Ja, genau. Logisch eigentlich. He? Fieber hat sie auch. Hat sie auch, ja. Und irgendwann tut sie auch. Ja, gar nicht gut. Manchmal sieht man den Krallen an, ob es einen Unfall gehabt auf der Straße. Ja, das ist der Fall. Aber wann siehst du jetzt das? Das ist jetzt, ja, das ist lustig. Wenn man das reinkriegt, da sind ein bisschen zerschabbert die Krallenspitzen. Ja, da. Aha. Also, die hat einen Autounfall gehabt. Wirklich? Oder Strasse, der da, ja. Er ist irgendwie angefahren worden und im selben Moment, wo es tätscht, macht krallen. Oder? Ja. Definitiv auch der Unfall. Jetzt müssen wir schauen, was da alles ist. Jetzt geht es weiter. Ja. Aber dass sie sicher so Schmerzen hat, ist sie also noch. Ja? Die Liebe, ja. Liebe, ja. Ja. Also jetzt kommt der Rückenmark, der Schwanz hat Kraft. Gleich verstärkt. Ja, wie heisst das? Es könnte sein, dass eventuell das Rückenmark ein bisschen geschädigt ist, oder? Ja. Wenn die Reflexe zu gross sind. Mal schauen, was da hinter der Haut rauskommt. Ist der blau? Aha. Ui, ja. Ja, wir müssen gerne schauen. Ah, voilà. Was siehst du? Ja, was? Ah, ist übel. Ui, nein. Da? Ja. Also, sie hat eine Fraktur von der Darmbeinschaufel. Da, Luxation vom Iliosakralgelenk. Sie hat den Oberschenkelkopf abgezweckt. Wie man hier sieht, sollte das hier sein. Und das ist weggesprengt. Unser Patient ist erst halbjährig.
Wie geht es mit ihm weiter? Die Operation kostet 1'000 bis 2'000 Franken. Und ob er sich wieder ganz erholt, ist unklar. Die Katze heisst Barney. Barney? Ja. Weil, dann können wir sie gerade ansprechen. Ja. Ein Barney, sein Schicksal liegt in der Hand des Besitzers. Wir müssen das jetzt nicht jetzt entscheiden. Wir können am Montag noch mal telefonieren. Oder ihr könnt das Röntgenbild anschauen, wenn ihr wollt. Aha. Mhm. Jawohl, ja. Jawohl. Aha, gut. Okay, ja, dann sehen wir uns um 13:30, das wäre gerne das Röntgenbild. Gut, danke schön. Ade. Jo. Also, Mutter. Da muss er zuerst verdauen haben. Und dann kann er da entscheiden. Man darf es auch nicht drängen. Oder? Ich bin nicht der, der Kunde ein schlechtes Gewissen einschwätzt. Quasi muss jetzt jede Katze und Tausend behandelt werden. Sie ist so verbracht und wenn er ihn sagt, jetzt hat sie das Becken gebrochen, kann sie hundertprozentig wieder laufen. Oder würde ich mich jetzt auch nicht sperren, wenn er sagen würde, er möchte nichts mehr machen. Ich bin mit dem Tobias zum nächsten Notfall unterwegs. Ein dreitägiges Kälbli liegt in seiner Box und trinkt nicht mehr. Hast du noch ein bisschen warmes Wasser? Wo ist der Patient? Der Puls ist natürlich beschleunigt, der Kälbli ist schon fast ausgetrocknet. Ja. Da braucht sicher eine Infusion. Ja. Wir machen jetzt erst noch Diagnostik. Können den Erreger vielleicht das schon mal auspacken, nicht zu verlieren. Mit dem zuerst haben wir einen Virusnachweis. 5 mögliche Durchfallerreger werden getestet. Auch ein Coronavirus. Gut. Gut. Wir haben die Diagnose. Hast du gesehen? Deinen Test kann man ablesen. Sicher. Aha. Relativ selten. Was ist jetzt das? Tatsächlich Coronavirus nachweisen. Ja. Nein. Jetzt haben wir hier noch Corona-Fall im Stall. Ich bin nein, nein. Ist nicht über den Coronavirus-Durchfallerregen bei Kälber. Ist keine Zoonose. Ist also nicht auf den Menschen übertragbar. Ja. Aber wie kann es jetzt das geben? Wo hat es jetzt das her? Ah, die Coronaviren, die sind in Kälber. Die sind häufig rum. Aber selten, eigentlich seltene Diagnose, dass das in Kälber sich vermehrt, wenn ein Kälber ein bisschen schwach ist, wenn es der Biemst, also das Kolostrum von der Mutter, jetzt gerade gegen den Corona halt leider noch keine Antikörper drin hat. Oder wenn es dieses Kolostrum ein bisschen schlecht aufgenommen hat. Ja. Aber jetzt müssen wir, muss man selber. Also ja, was soll ich machen? Sag mal. Da musst du reinkommen und dann müssen wir das irgendwie da anschliessen am Schluch. Da geht es schnell, wenn es Durchfall hängt, gell? Das Ganze entkräftet sind. Das sind natürlich Säuglinge, ne? Ja. Wie schnell geht denn da, bis denn wir sterben? Bis dort sind, bis heute Mittag. Ja. Ach, sicher. Mhm. Mit Mittag wäre er schon tot, wenn du nicht machst. Ja. Ja, ist auch jetzt noch kritisch. Ja? Ach, sicher, Mensch, da kommt doch gar nicht. Mhm. Aha. Das Kälbli wird mit Flüssigkeit und Elektrolyten versorgt. 50-50 sagen seine Überlebenschancen. Gut. Geht's hin? Ja. Und? Kommt, gell? Ah, sicher, ja, schau mal. Das ist, wenn er den Saugreflex ja, hat, genau, dann ist es gut. Ja, ja. Also das heisst, wir können ihn bald probieren aufrichten und dann oral noch mal gehen. Ja, hey, schau mal, du, kommt das Leben zurück. Ja, bei dir. Mona? Ja. Nein, da, Mona. Ah, ja, der Alfred. Ja, dann noch mit Tee und so. Aber es ist jetzt schon wieder ein anderes Kälbli als vorher, ne? Ja, super. Gut. Also jetzt höhere Chance als 50-50? Ja, ja. Sind wir bei 95. Ja. Es geht ums Leben von einem Tier. Das ist dem Tobias und allen Bauern wichtig, das merke ich. Aber es geht auch ums Kapital, das die Tiere für die Landwirte darstellen.
Das wird mir bewusst, wo wir beim Hof von Johann Hersche vorfahren. Hoi, der Wale oder Hammer? Nicht wach. Die 14-tägige Herdenkontrolle steht da. In diesem Stall ist vieles digitalisiert. Jede Kuh hat ein Band, das ihre Futterzuteilung steuert. Ihre Daten werden per Computer erfasst. Dadurch sollte auch keine Brunst verpasst werden. Gut, das ist die Tulipe. Die hat 38 Tage gehalten, 25 Liter Milch und ist im Eiriss etwas tief. Wir finden also Uterusinnovation abgeschlossen. Ja. Follikel rechts, Corpus luteum keines, Zysten keine, Genitalkatheter keiner, Vorbrunst. Mit 38 Tagen, wenn sie im Monat über Mond stierig wird, wird sie wahrscheinlich noch nicht besamen. Er ist nicht so intensiv unterwegs quasi. Er wartet wahrscheinlich noch 3 Wochen. Bei all dem habe ich ein bisschen komisches Gefühl. Wie weit sollen wir Menschen die Natur kontrollieren, um alles zu optimieren? Die Kuh ist eigentlich eine gute Kuh, wenn sie das macht, was uns nützt. Weißt du, nicht, wenn sie das macht, was für sie jetzt eigentlich das Beste wäre, sondern eben, Nutztier, da ist da eigentlich schon drin, oder? Sie muss nutzen, also uns nutzen. Was ist denn ein Hund? Ja, du er ist abhängig. Ein Hund ist auch ein Nutztier. Ist auch ein Nutztier für dich? Er bringt auch einen sozialen Nutzen. Aha, und ja. Er ist auch gefuttert und er ist auch eingesperrt und er ist nicht frei. Ja. Und dann ist er noch kastriert. Und dann ist er noch zu wieviel Prozent übergewichtig gefuttert von seinem Halter. Ja. Siehst du, wie viel Tier will, oder? Ja. Na bitteschön. Die Kuh ist ja mindestens so gesund und so artgerecht gehalten wie ein übergewichtiger Mops. Dass das auch mal gesagt ist, oder? Also für dich ist es okay, wenn du sagst, der Mensch hat irgendwann einmal angefangen, die Tiere zu domestizieren, sie zu brauchen, sei es, um sie gerne zu haben oder sei es, um Milch zu nehmen. Sozial nützen oder ernährungsmässig nützen ist beides ein Nutzen. Und die Tiere sind unfrei. Ja. Wir haben die Tiere domestiziert. Die Menschheit hat sich nur aufgrund von dem können so weit entwickeln. Und jetzt haben wir die Verantwortung, dass wir denen gut schauen. Ja. Das ist alles. Ja, der Hundehalter hat die Verantwortung, dass es dem Hund gut geht. Der Johann hat die Verantwortung, dass es der Kuh gut geht. Ja. Verantwortung wahrnehmen. Das bedeutet beim Bauer Hersche auch, dass seine Kühe durch die Digitalisierung optimal ernährt sind und dank einem modernen Freilaufstall genug Platz und Bewegung haben. Inzwischen ist der Besitzer vom Digokater Barney in der Praxis vorbeigekommen und hat eine kleine Überraschung erlebt. Sie ist jetzt richtig verschmust. Das ist natürlich vom Morphium, das sie hat. Sie hat ja hier das Becken. Jetzt wissen wir, was kaputt ist, ist klar. Und sie hat jetzt hier Kraft zum Zeugen und in den Zug zieht sie es zurück. Spannung in den Muskeln hat sie, das heisst, sie ist nicht Querschnitt gelähmt. Und das ist schon besser. Und du hast das Gefühl, wenn du sie operierst, dann kann sie nachher wieder laufen? Ja, sonst würde ich es nicht machen. Ja. So wie es jetzt umschaut, ist sie jetzt eben, gell? Aber jetzt sieht es gut aus. Nochmal, ja, komm. Die bringen wir höchstwahrscheinlich her. Schön. Hey, du. Aber der letzte Entscheid liegt immer noch beim Besitzer, der das noch mit seiner Familie besprechen will. Das Wohl des Tieres, das ist vielen Menschen viel wert. Dazu gehört auch eine Coiffeuse für den Hund oder eine Physiotherapeutin, die sich beide beim Tobias in der Praxis eingemietet haben und einmal pro Woche vorbeikommen. Ich stehe wieder am Operationstisch. Vor uns liegt das Kalb Arosa. Ich will das Loch spüren, wenn man so mache ich das so. Ja. Ja, das ist ein Loch im Bauch. Ja. Ich nehme das Brocksäckchen weg und mache das offen. Achtung, jetzt ist der Bauch offen. Ja. Das reissen wir weg. Stopfen Sie ihn. Eben, dann musst du es einfach reinstopfen und dann eigentlich das Loch zumachen, dass da nie mehr in den Arm rauskommt. So, wenn du ein bisschen rupfst, dass ich da ein bisschen Bewegung habe. So. Ja. So ist perfekt. Gut machst du das. Und ohne viel nachzudenken, bin ich schon mit drin. Sehr gut.
Ah, du bleibst bleiben. Zum Operieren? Mhm. Jetzt geht schon ein Zuknüpfen. Das ist ein Nachteil ein bisschen beim Tierarzt. Ja, unsere Patienten liegen nachher nicht auf dem Rücken im Bett, sondern die Wunde ist in einer Stunde schon voll belastet. Ja. Mit allen Gewicht. Schonhaltung gibt es natürlich hier nicht. Ja. Und jetzt geht es darum, dass du das Loch so schliessest und entlastest. Das sind eben die Kräfte, die jetzt wirklich wirken. Das ist auch sehr stark. So. Ja, aber ich muss doch nicht. Ja. Ich darf schon schweizen. Ja, eben, gell? Ich merke, es ist streng, wirklich. Und eben? Ich will es nicht meinen. Perfekt. So, da hast du gut überstanden. Also, siehst du noch, das ist alles eine Gewöhnungssache. Das zweite Mal mitgemacht und schon stürzt dich nochmal. Schon interessiert es dich fast mehr, was da läuft. Das kennst du. Das habe ich schon viel mal erlebt, ja. Machen sich viele junge Leute Sorgen, oder? Oh, ich kann nicht Arzt werden, man ist schlecht geworden. Ja. Wenn man will Arzt werden, kann man sich daran gewöhnen. Wir sind fertig. Gut. Wie jeden Mittag ist der Tobias zu Hause und ich bin eingeladen. Gekocht hat sein mittlerer Sohn Fabian, der macht das auch beruflich. Das ist ein Luxussohn. Du bist der Koch in der Familie. Der Älteste, Dominik, ist gerade an seiner Doktorarbeit. Also, du weißt schon, willst du übernehmen? Oder ist das noch nicht so sicher? Ja, sicher nicht, aber so mittelfristige Aussichten. Also vorstellen kann ich es mir auf alle Fälle. Ja. Vielleicht nicht allein, selbst ist es so ein bisschen. Ah, sicher? Ja, das ganze bürokratische Aufwand und Administration, das schreckt schon ein bisschen ab. Oder? Und dann auch, ob man einfach am Morgen geht und bügeln und am Abend wieder herkommt oder ob man die Verantwortung hat für die Angestellten und die Löhne, dass alles klappt. Das sind zwei Paar Stiefel, oder? Ja. Gut zu hören, he? Ja, gell? Also, Freude herrscht. Die Chancen stehen also nicht schlecht für das Familienunternehmen Fritsche. Jedes Wochenende hilft Dominik neben dem Studium schon in der Praxis aus. Heute heisst der Patient Barney. Und wie geht es weiter da mit dem Sorgenkind von dieser Woche? Ja, also er ist ja heute Morgen selbstständig auf die Kiste gegangen. Und der Ischiasnerv hat sich erholt. Der Besitzer hat mit zuletzt darum ein OK gegeben, eben, dass man die Operation durchführen soll. Ja. Barney wird operiert. Was hat er jetzt für Zukunftsaussichten für sein Leben, der Barney? Ein Unbeschwertes hoffentlich. Ja. Ja. Also, hey, dann lohne ich euch machen, in dem Fall. Danke vielmals für den Einblick. Alles Gute für euch. Danke vielmals für den Besuch. Und deine Unterstützung, die Operationen und so. Ja. Dass du bald wieder kannst laufen. Jawohl, ja. Und haltest uns auf dem Laufenden, wie es gelaufen ist. Wenn er die erste Maus gefangen hat. Ja, das ist cool. Also, ciao miteinander. Okay, ciao, Mama. Ciao. Tierarzt sein ist definitiv mehr als nur Kuscheln und Jö. Es ist ein Leben mit wenig Freizeit und viel Verantwortung für Tiere und ihre Menschen. Ein paar Wochen später komme ich wie versprochen Post über. Von Barney, seiner Familie. Hallo Mona, ich bin Anna und da ist unser Barney. Und wir sind alle froh, dass es schon wieder viel besser geht. Jetzt habe ich so viele unterschiedliche Beziehungen gesehen zwischen Tier und Menschen. Und wie ist das bei dir? Was ist dir dein Tier wert? Und was bist du bereit, um für dein Tier zu machen? Ich bin gespannt auf eure Kommentare.